Hallo ihr Lieben, heute melde ich mich mit einem kurzen Video für euch. Die Idee stammt von meiner Kollegin Merle und ich finde diese Idee einfach sowas von genial. Durch Corona dürfen wir ja unsere Verwandten nicht besuchen oder halt uns treffen oder sonstiges. Spazierengehen ist erlaubt. Ihr kennt ja diese Aktion wahrscheinlich mit den Steinen bemalen, auslegen, finden, bei Facebook posten und wieder verteilen oder behalten. Meine Kollegin Merle hat Eier bemalt. Wenn ihr euch jetzt denkt, Mensch, Ostern steht vor der Tür, wir bemalen alle Eier. Stimmt, habt ihr recht. Aber sie hat ein ganz besonderes Ei gemacht. Und zwar hat sie auf ihrem Ei geschrieben, knack mich auf. Und wenn ich das jetzt mal mache, ist da ein Zettelchen drin. Und da steht dann drauf, sei du selbst, alle anderen gibt es schon, bleibe gesund und lächle. Ich finde, mit so einem kleinen Ei kann man in dieser heutigen Zeit den Leuten wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich habe zum Beispiel noch den Hintergedanken, ich werde welche fertig machen. Bei uns gibt es ein Altenheim, was direkt an einem Park gelegen ist. Und die Bewohner freuen sich über jeden Spaziergänger, der zum Beispiel dort Osterei aufhängt, damit die auch so ein bisschen ja, Urlaubsstimmung bekommen, da sie ja nicht besucht werden dürfen. Und wenn man jetzt hingeht und da von diesen Eiern ein paar hinterlegt, ich glaube, die Freude ist immens, dass man halt auch an die denkt. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt natürlich. Ihr braucht dafür Eier, ausgepustet. Ich nehme die Outdoor-Dekor Hellgelb vom letzten Jahr. Wir haben ja dieses Jahr das Maisgelb. Da zeige ich euch mal eben, wie die Farbe dann ausschaut. Die ist ein bisschen dunkler. Und ich habe hier schon eins in Gelb fertig, in Hellgelb. Und ich finde dieses hier einfach schöner zu Ostern von der Farbe her. Daher werde ich euch damit jetzt nochmal die Eier fertig machen. Ihr könnt natürlich auch verschiedene Farben benutzen. Einfach eure Lieblingsfarbe nehmen oder ja, durch die Palette, durch die Farbpalette und das nehmen, was ihr möchtet und das halt alles ein bisschen bunter gestalten. Also, als erstes, die Outdoor-Farbe habe ich vorher schon aufgerührt. Alle Farben sollten vorab immer vor Gebrauch umgerührt werden. So, jetzt wird das Ganze eben angepinselt. So. Unten und oben mache ich nachher, wenn das Ei soweit getrocknet ist. Ich verrenke mich hier so ein bisschen. Muss darauf achten, dass ihr das auch noch sehen könnt in der Kamera. So. Den roten Stempel, die kriege ich nicht ganz weg, aber das ist bei mir dann einfach die Rückseite und gut ist. Dann brauche ich auch nicht so oft über die Farbe drüber hergehen. Jetzt nehme ich mir einfach einen Schaschlikspieß. Und gebe das Ei da drauf und stelle das zum Beispiel in ein Glas zum Trocknen. Jetzt brauche ich mal eben noch ein Feuchttuch, um mir die Fingerchen wieder sauber zu machen. Ich male mich nämlich immer ganz gerne auch selber mit an. Also wie gesagt, wer jetzt noch Zeit hat und noch Eier auspusten möchte, ich finde das eine ganz tolle Idee, die einfach beim nächsten Spaziergang zu verteilen. Also, ich habe euch ja schon gezeigt, meine Eier sind soweit fertig. Ich muss gleich nur nach oben ein bisschen gelb nachmalen. Lege mir das Ei schon mal her. Und für unsere Stempel, ich habe hier schon ein paar vorbereitet. So, das habe ich zum Beispiel zweimal. So, ich habe zwei verschiedene Produkte dafür benutzt. Zum einen Ink Effect. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Die Farbe ist leicht glitzerig und wenn ihr drüber geht, ist es ein bisschen erhaben, so einen Embossing-Effekt habt ihr dadurch. Das andere ist ganz normal unser Outdoor-Dekor und ich zeige euch jetzt gleich beide Varianten, damit ihr einmal wisst, wie ihr sie zu verarbeiten habt. Ich fange an mit dem Ink-Dekor. So, da benutze ich den Stempel Life is A Crazy Ride und zwar aus dem Stempelset, jetzt muss ich einmal eben gucken, genau, aus dem Stempelset Pustekuchen ist das, so,
Ich habe direkt hinter der Kamera mein Fenster, deswegen blendet es gerade ein bisschen. Einmal die Rückseite. So, und die anderen Sprüche, zum Beispiel, sei du selbst, alle anderen gibt es schon, kommt aus diesem Stempelset. Herzensglück. So, für Ink Dekor gehe ich hin. So ein Döschen wird immer zusammen mit einem Tuppschwamm geliefert. Pumpe mir ein bisschen Farbe in den Schwamm und nutze den jetzt als Stempelkissen. Einmal gut benetzen, wobei ich jetzt, glaube ich, gerade feststelle, dass ich den falschen Pinsel habe. Genau, ich habe genau den verkehrt rum gemacht. Egal. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ab aufs Papier. Bin gespannt, was dabei jetzt rauskommt, denn scheinbar habe ich jetzt immer einen Tuppschwamm-Ink-Effekt und Ink-Dekor kombiniert. Funktioniert übrigens auch ganz gut. Wie ihr sehen könnt, es ist direkt schon trocken und nur ein ganz, ganz leichter Hauch von Glitzer drauf. Also eventuell sogar eine neue Idee. Zum Abwischen nehme ich mir jetzt einfach schnell eben ein Feuchttuch ohne Öl, das ist ganz wichtig. Und nach dem Video werde ich die schnell eben unterm Wasserhahn mit einer Zahnbürste reinigen. So, das legen wir schon mal zur Seite. Dann hatte ich mir nämlich noch zurechtgelegt einmal den Spruch, die Welt braucht mehr Räubertöchter. Und das wollte ich jetzt mit dem Ink-Effekt machen. Ich gucke gerade, wo ich mein Döschen habe. Dort. Ink-Effekt bekommt ihr auch in einer Dose, ebenfalls mit einem Tupfschwamm geliefert. Nur hier ist die Anwendung ein wenig anders. Ihr müsst die Farbe vorab einmal aufrühren, damit die Glitzerpartikel alle schön verteilt sind. Dann gehe ich hin, ganz kurz mit meinem Pinsel in die Farbe rein, beziehungsweise Tupfschwamm, und arbeite die Farbe einmal in den Deckel, beziehungsweise tupfe ich in den Deckel, um die Farbe in das Schwämmchen einzuarbeiten. Und dann auch hier einfach auf den Stempel drauf gehen, gucken, dass überall was drauf ist. So, wenn ihr sagt, ihr wollt gleich nochmal weiter stempeln, dann könnt ihr nämlich super jetzt euren Tuppschwamm in einen Zeber einwickeln. Dann trocknet das nicht so schnell aus, denn Ink-Effekt ist schnell trocknet. So, auch einmal hier. Auch hier muss ich einmal eben schnell mit dem Zeber, Quatsch, mit dem Feuchttuch über meinen Stempel gehen. Auch der wird gleich mit der Zahnbürste gereinigt. Ich benutze immer übrigens weiche Zahnbürsten dafür. Ich mache mir jetzt einmal hier kurz Platz und räume meine Dosen hier weg. So, jetzt nehme ich einfach unseren Feinliner dazu und mache halt noch einen persönlichen Gruß mit drauf. Zum Beispiel bleib gesund und lächle. Schon habe ich die nächste Botschaft fertig. Ich habe jetzt hier so eine Zackenschere. Damit schneide ich mir das ein bisschen zurecht. Ihr müsst natürlich gucken, so von der Höhe her, dass ihr das so aufrollt, dass es auch in das Ei hineinpasst. So, so schaut es schon aus. Und jetzt nehme ich die kürzeste Seite, roll von der auf. So ein bisschen Friemelarbeit finde ich immer. Hoffe, das passt noch hinein. Jetzt einmal gucken, ob eure Öffnung auch groß genug ist, dass ihr das hineinschieben könnt. Wenn nicht, müsst ihr noch mal vorsichtig ein bisschen Eierschale entfernen. Leider hat mein Video jetzt gerade angehalten. Warum, weiß ich leider nicht. Deswegen zeige ich noch mal ab hier. Ich habe hier jetzt noch mal den Stempel genommen. Life is a crazy ride. Pass auf dich auf und bleibe gesund. Das Ganze rolle ich jetzt noch mal auf.
So, stecke in das, den Zettel in das Ei und merke, passt nicht. Wenn euch das passiert, überhaupt kein Thema, dann rollt ihr das nochmal auf. Und drückt einfach die anderen Seiten noch einmal mit rein, dass ihr es ein bisschen auffaltet. Dann ist es nicht ganz so hoch und passt dann in euer Ei hinein. So, nächster Versuch. So, und es ist drin. Jetzt nehmen wir einfach unseren Feinliner und schreiben dort nochmal drauf, knack mich auf. Auf dem Ei kann ich nicht ganz so gut schreiben, aber ich denke, für den Zweck ist das auf jeden Fall okay. Ich mache mir jetzt noch schnell einen kleinen Rahmen darum. So. Schon könnt ihr losgehen und beim nächsten Spaziergang die Eier einfach mitnehmen und verteilen. Ich bin mir sicher, in der heutigen Zeit werden sich viele darüber freuen und ihr werdet vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. In diesem Sinne, bleibt gesund und passt auf euch auf.